Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren kleinen Video auf dem Kanal. Heute soll es mal wieder ein bisschen um was Cooles gehen, was ihr euch in die Wohnung als Deko hängen könnt für euer Heimkino oder auch als coole Typen, wenn ihr sonst automäßig unterwegs seid. Die perfekte Mischung, und zwar wir mischen Holz mit coolem Heimkino-Content. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wird ein kurzes Video, aber wünsche euch trotzdem viel Spaß. So, und da haben wir auch schon das gute Stück. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei um den Arnold Schwarzenegger als Terminator aus dem ersten Teil. Und ich muss sagen, es ist absolut geil geworden. Ich muss sagen, wenn man das ein bisschen weiter weghält, wirkt es noch mal eine Spur geiler. Bin absolut zufrieden damit. Wir haben hier wunderbar das aufgemalt von Hand auf ein Stück Birkenholz. Hinten mit so einem kleinen Aufhänger dran, dass man sich das auch wirklich schön an die Wand hängen kann. Finde ich absolut mega. Und wie gesagt, Madame Liesel ist die Künstlerin, die das hier verbrochen hat. In Anführungszeichen natürlich. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du das Video überhaupt siehst, aber schönen Gruß. Auf jeden Fall grüß deinen Mann. Ja, ja, wenn ihr Bock habt, auch sowas euch zu holen, schaut mal rein. Ich verlinke euch unten ihren Facebook-Account und ihren Instagram-Account. Ich blende jetzt hier auch mal so, ich scroll mal so ein bisschen durch ihre Seite durch, durch ihre Instagram-Seite, was es da so für Motive gibt. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil, wenn ihr jemanden unterstützen wollt, der gerade jetzt natürlich kein Geld verdienen kann und einen geilen Deko-Gegenstand für eure Wohnung sucht, dann schaut mal bei ihr vorbei. Wie gesagt, es gibt auch alle möglichen anderen Motive und ich glaube, Wunschmotive sind natürlich auch kein Problem. Und ich muss sagen, es ist absolut genial gearbeitet hier, alles wirklich von Hand gezeichnet und wie ihr sehen könnt, direkt hier die äußere Schicht direkt auf die bzw. auf die innere Schicht der Baumscheibe gemalt. Ja, das war die kurze Vorstellung dieser schönen Baumscheibe hier. Wenn ihr Bock habt, das ist jetzt unbezahlte Werbung, ich gebe es zu, schreibe ich auch nochmal hier irgendwo hin oder steht in der Videobeschreibung, ich weiß es nicht. Aber ich möchte halt einfach mal lokale Künstler unterstützen. Madame Liesel, wie gesagt, in Bremen zu finden, im Tattoo-Studio, wenn es denn wieder offen hat. In der Zwischenzeit könnt ihr euch hier solche Baumscheiben mit allen möglichen Motiven, gibt auch sehr geile Outdoor-Motive, zum Beispiel, sie hat einen coolen Holzfäller gemacht. Aber es geht auch nach Motiv, nach Wunsch. Also schreibt sie ruhig einfach mal an über Instagram oder Facebook oder so. Und Dankeschön fürs Einschalten, auch wenn es jetzt mal ein bisschen Werbung war in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Cheers.